Herzlich willkommen bei Rosenstein TV. Heute sind wir wieder mit dem Verschönerungsverein unterwegs. Und zwar Herbert Medek führt uns von der Haltestelle Waldeck im Kaltental bis nach Ottmar. Und jetzt übergebe ich an Herbert. Danke fürs Zuschauen. Gut, dann darf ich erstmal allen meinen hohen Respekt entgegenbringen, dass sie bei der Hitze sich entschieden haben, tatsächlich hier mit uns zu wandern auf dem Rösleweg, dritte Etappe. Die gute Nachricht dabei ist, wir gehen nahezu ausschließlich im Wald. Die schlechte Nachricht dabei ist, wir gehen nahezu ausschließlich bergauf. Ja, wir sind hier auf einer topografischen Höhe von ungefähr 315 Meter. Der Monte Cervellino, den wir besteigen werden, obwohl der Rösleweg unten dran vorbeigeht. Aber wir haben dort oben vom Verein ja mal so eine Orientierungstafel gestiftet. Der ist auf 511, sind also 200 Höhenmeter ungefähr, die wir ansteigen auf unserem Weg. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, die Hitze macht mir zu schaffen. Ja? Deswegen werde ich langsam gehen. Ja, wem das zu langsam ist, der darf gerne auch schneller gehen. Es wäre halt gescheit, wenn irgendein Weg sich gabelt, wenn er dann wartet. Ja? Weil, es sei denn, er sieht das Rösseln, dann kann er auch weitergehen, weiß aber nicht, ob ich nicht irgendwo anhalte und was verzähle. Und eigentlich sind wir ja miteinander unterwegs wegen den Geschichten, weil ansonsten kann den Rösleweg ja jeder jeden Tag auf eigene Faust auch machen. Nachdem alle, die hier stehen, letztes Mal auch dabei waren, brauche ich das Lied von der Anna Schäufele Nemme vortragen. Ich glaube, ich brauche auch nicht die Historie von Kaltental nochmal groß zum Thema machen. Aber Sie haben vielleicht in der Zeitung gelesen, dass in den letzten Tagen im Rathaus die Eingemeindung gefeiert wurde, die sich zum 100. Mal gejährt hat. Die Feier ist ein bisschen spät dran, weil die Eingemeindung war am 1. April. Und jetzt ist ja schon Juli, aber macht ja nichts. Hauptsache, man begeht so einen Anlass. Und darüber möchte ich schon noch ein bisschen etwas sagen, weil die Eingemeindung von Stadtteilen wurde oftmals in der Bevölkerung anders gesehen, als sie, sagen wir mal, von der Verwaltungsseite aus gesehen wurde. Also beispielsweise die Degerlocher sind heute noch überzeugt, dass sie selbstständig besser dran werden als Anhängsel der Stadt Stuttgart. Richtig war, dass sie damals vor über 100 Jahren mehrere Eingaben an das Innenministerium gemacht haben, endlich eingemeindet zu werden, weil natürlich die Degerlocher Ortskasse vollkommen überschuldet war durch den Ausbau von Wasserleitungen und Elektro und so weiter. Und so war es bei manchen Ortschaften, auch bei Kaltental. Ja, Kaltental ist in der Oberamtsbeschreibung 1861 bereits als ökonomisch ruinierter Ort aufgeführt. Und damals war es ein Arbeiterdorf, da kamen ein bisschen Steuern zusammen, aber nichts, was tatsächlich ausreichend war, um die Infrastruktur, Straßenbau und dergleichen zu befördern. Die Stadt Stuttgart hat sich da immer ablehnend verhalten, weil die natürlich nicht dafür aufkommen wollte. Ja, und so ging das bis ins 20. Jahrhundert. 1910 hat man dann insbesondere von der SPD, der damalige Schultheiß hier, Volt war ein SPD-Mann. Und die SPD hat es stark, war ja ein Arbeitersiegel, die immer rot gewählt hat, also bis ins Dritte Reich, als dann das Wählen mehr oder weniger ja erledigt war, hat man hier immer rot gewählt. Und die SPD hat es immer wieder versucht. Aber im zweiten und dritten Jahrzehnt hieß der Oberbürgermeister Karl Lautenschlag und das war eher einer von der bürgerlichen Fraktion. Und der hat gesagt, ich muss die Kasse zusammenhalten. Und natürlich auch nach dem Ersten Weltkrieg war dann die erste Aussage von der Stadt Stuttgart, ja, wir sind durch den Ersten Weltkrieg in solche Finanznöte gestürzt, dass wir jetzt da nicht auch noch die Schulden von Kaltental bezahlen können. Naja, jetzt hatte aber die Stadt Stuttgart auf der anderen Seite durchaus das Interesse dran, an prosperierenden Gemeinden die aufzunehmen. Insbesondere Hedelfingen und Obertürkheim, die sehr vermögend waren, am Neckar gelegen, Handelsstraße und so weiter, steuerkräftig. Und dann hat man das beim Innenministerium beantragt und die haben dann gesagt, ja Moment, so geht's nicht. Ja? Ihr könnt euch nicht nur die Rosinen
rauspicken. Wenn ihr Hedelfingen und Obertürkheim haben wollt, genehmigen wir, sofern ihr Kaldetal und Botnang auch nehmt. Botnang, Wäscherinnen, Bleicherinnendorf, ja, also auch eher ärmlich angelegt. Und naja, letztendlich ist dann so ausgegangen, dass auch durch Mehrheit der SPD im Gemeinderat der Stadt Stuttgart und im damaligen Landtag von Württemberg die Mehrheit für die Aufnahme aller vier dann ja, gestimmt hat. Und so kam am 1. April 1922, also vor 100 Jahren und ein paar Tagen, Kaldental an die Landeshauptstadt Stuttgart. Das noch als Ergänzung. Und Kaldental, wie der Name sagt, liegt im Tal. Von Kälte kann man jetzt nicht gerade was spüren. Aber wir gehen jetzt mal den Berg ein bisschen nach oben. Also vorsichtig über die Straße, dann auf der linken Seite der Straße entlang und dann gibt es ein verstecktes Tor in den Wald. Alles kaputt. Ja, ja. Dann ging es an. Wo ist denn der nächste Halt? Ziemlich weit hoch. Vielleicht kenne ich ihn. Also es kommen jetzt ein paar Wegschleifen. Ja. Und dann kommt oben ein Zaun. Ja, alter Mann. Am Zaun, alles klar. Aber das ist immer Kilometer oder so. Das ist unser glorreicher Verschönungsverein. Ab 1861 schon mal die Bevölkerung ein bisschen sensibilisiert hat,
am einzigen freien Tag der Woche, wenn er überhaupt frei war. Weil erst Anfang des 20. Jahrhunderts hat die Firma Bosch die 54-Stunden-Woche an 6 Arbeitstagen eingeführt. Also vorher hat man am Sonntag geschafft. Noch der Kirche halt, notfalls. Aber hat der Verschönungsverein dadurch, dass er halt Wege angelegt hat, dadurch, dass er Schutzhütten gebaut hat, schon die Leute ein bisschen estimiert, sich in guter Waldluft um den Kesselrand herum zu ergehen. Und nachdem immer mehr Leute in den Wald geströmt sind, haben sich natürlich manche gedacht, wer wandert, kriegt Durst und kriegt Hunger. Und so entstanden Waldheime. Rings um Stuttgart herum, ja, egal, in Dägerloch, das Waldheim. Meistens waren das auch von der gerade sozialdemokratischen Institution, das muss man schon so sagen. In den meisten Fällen, also mit ganz wenigen Ausnahmen. Auch die Naturfreundehäuser sind so aus dieser politischen Ecke eigentlich raus entstanden. Nicht von der Kirche? Nee, das war eher nicht von der Kirche. Und sondern das war natürlich die Partei, die sie halt mit den Arbeitern und die sollen Erholung finden und sollen sich da unter sich, ja, anders als das Großkapital, gut aufhalten können. Und so hat natürlich auch hier in Häslach, wobei Häslach ja unten liegt, ja, aber die Häslacher sind sehr sportlich, sowohl zu ihrem Sportverein müsste der Berg hochlaufen, oben an der Wildparkstraße und zu ihrem Waldheim auch. 1908 eröffnet und daher stammt auch dieses Bild. Hier oben ein Waldheim und es ist ja klar, wer jetzt von Häslach hier hochgewandert ist, der wird durstig und hungrig sein. Aber natürlich, das war auch ein politisches Thema. Und hier im Wald konnte ich natürlich auch in Zeiten, wo man sich nicht so frei äußern konnte wie heute, abseits manches erzählen oder besprechen, was vielleicht nicht für alle Ohren bestimmt war. Und so ist das Häslacher Waldheim als SPD-Waldheim halt bekannt geworden, weil es gibt, glaube ich, keinen führenden SPD-Mann, der hier nicht war. Also ich habe jetzt hier ein Bild von 1976, das ist Willy Brandt hier im Häslacher war. Aber auch Schröder war hier und alle waren, ich weiß nicht, ob der Scholz auch schon da war, kann bestimmt, ich weiß nicht. Er geht ja wandern im Allgäu, also ist er dem Süden nicht ganz abholt als Hanseat. Also müssen sich die Häslacher halt ihn mal einladen. Er soll kommen und eine Runde schmeißen für den Häslacher Ortsverein. Ja? Und also das ist das Häslacher Waldheim, ist eine tolle Lokalität, ja, und zum Einkehren sehr empfohlen. Und das kann man also nur unterstützen, nur halt nicht für unsere heutige Wanderung. Da gibt's nichts. Da gehen wir einfach weiter auf dem Rösslersweg. Ach so, ich muss ja noch was nachtragen. Das habe ich ganz vergessen, dass ich da unten in Kaldental noch was nachtragen muss. Ich habe ja letztes Mal dieses Gedicht oder Lied von Anna Schäufele vorgetragen, von Werner Veit, und habe tatsächlich mal im Adressbuch nachgeguckt, ob es eigentlich eine Anna Schäufele gibt in Kaldental. Also es gibt in Kaldental niemand, der Schäufele heißt. Es gibt insgesamt 1, 2, 3, 6, 9, 12, 14 Leute. Davon wohnen zwar zwei in Feinge, aber niemand in Kaldental. Die heißen Schäufele mit einem F. Dann gibt es zwei Doppelnamen Schäufele, die wohnen da auch nicht in Kaldetal, aber eine im Süden. Und dann gibt es noch 6 Schäufeles mit 2 F. Ja, aber auch da keine Kaldetal und keine Anna. Das wollte ich noch. Alle Schäufele mit E. Ja, mit E. Es gibt keine mit AE geschrieben. Oder EU. Nee, das gibt es nicht. Nee. Schäufele. Langjähriger Landespräsident war Schäufele. Also das ist auch so Allgemeinbildung als
jemand, der mal in Kaltetal war, nicht unwichtig, dass man weiß, dass die Anna Schäufele in persona heute nicht mehr existiert. Vielleicht damals. Naja, hat sich ja so, also, von der Natur zur Technik muss man jetzt sagen, förmlich. Hier sind wir an der Gäubahnstrecke. In den letzten Tagen liest man viel in der Zeitung über die Gäubahn. Was ist der Stand der Diskussion? Es ist so, dass die Deutsche Bahn mit dem Pfaffensteigtunnel ab der Station Goldberg, Böblingen, unter dem nördlichsten Schönbuchteil hindurch direkt zum Flughafen Bahnhof einen Tunnel bauen will, ungefähr 11 Kilometer lang. Und dieses Tunnel laut Bahnaussage 2032 dann eingeweiht werden kann. Es gibt noch nicht einmal eine ordentliche Entwurfsplanung. Also, und Bahnaussagen, das wissen wir von Stuttgart 21, sind zumindest hinsichtlich ihrer Terminplanung manchmal sehr optimistisch. Und letztendlich hat aber die Bahn im Hinblick darauf die Gäubahnstrecke bereits zur Kappung vorgesehen. Man hat am Bahnhof Stuttgart-Vaihingen ein Fernbahngleis-Bahnsteig gebaut, wo also der Intercity aus Singen enden wird und auch die Bahn aus Freudenstadt bzw. Rottweil. Und die Leute dann in die S-Bahn umsteigen und so weiter. Laut Bahnrecht ist das so einfach nicht möglich. Da wird jetzt drüber prozessiert. Die Stadt selber hat einen Nordhalt unten im Bereich des Nordbahnhofs bzw. am Bahnhof Feuerbach in Betracht gezogen, weil klar ist, dass die Bahn nicht bis zum Hauptbahnhof weiterfahren kann, wenn die neue Station Ende 2025 26, dann in Betrieb ist. Es gibt dann noch einen Vorschlag des Landesverkehrsministers Herrmann mit einem Ergänzungskopfbahnhof in dem Bereich. Das würde aber bedeuten, dass der städtebauliche
Entwurf des Wettbewerbs Makulatur wäre, weil da die Bahnschleife als ja, Parkanlage mehr oder weniger ausgestaltet wurde. Also das ist alles sehr im Schwimmen. Es ist sehr bedauerlich, meiner Meinung nach, wenn die Gäubahntrasse fällt. Nicht nur, weil es schön ist, da mit dem Zug zu fahren, sondern weil ich persönlich sie als wichtige Umleitungsstrecke der S-Bahn halte, wenn im Haselberg, das ist ja so ein enger Schlauch, wenn da irgendwas passiert. Aber das ist nicht das Thema jetzt. Das Thema ist eher die Entstehung. Und die Entstehung ist so, und ich habe hier ein Bild dabei des Bahnhofs in der Schlossstraße, die heute Bollstraße heißt an dieser Stelle. Man denkt, das ist das Metropolkino. Ja, das sind die Säulen des Metropolkinos des späteren. Da ist der erste Bahnhof entstanden, 1846, umgebaut 1864 in dieser Form, wie wir es hier auf dem Bild sehen. Und da sind die Linien Richtung Neckar gegangen, quasi ins Neckartal und ins Vilstal und Richtung Ulm, beziehungsweise über Zuffhausen nach Ludwigsburg, nachdem die Tunnels unter Prag und Rosenstein fertig waren. Nicht jedoch war die südliche Region angebunden. Und das war natürlich schon auch im Sinne des Königs, der ja ein großer Inspirator und auch Geldgeber war des württembergischen Eisenbahnwesens. Weil König Wilhelm I. war ein Mann, der sehr pragmatisch gedacht war. Ja, er hat ja miterlebt, beim Ausbruch des Vulkans Tambora 1815, wie die Landwirtschaft plötzlich da niederliegt, wenn es im Sommer schneit. Ja. Er hat aber auch erlebt in den Napoleonischen Kriegen, wie die Landwirtschaft da niederliegt, nachdem die Soldateska drüber getrampelt ist. Ja. Jetzt als König war ihm klar, ich kann wahrscheinlich Kriege nicht verhindern. Als König Führschau ab und zu Krieg, das war halt damals so, und Witterungsunbilden schon gar nicht. Aber man kann die Landwirtschaft vielleicht besser technisch unterstützen, die landwirtschaftliche Hochschule wurde gegründet und man kann überhaupt den schwäbischen Tüftlergeist so ein bisschen als Motor einer Wohlstandspolitik machen und das Land dadurch prosperieren lassen und Manufakturen bauen. Hat mit der Zentralstelle für Handel und Gewerbe eine Institution geschaffen, wo man Logistikkurse machen konnte, wie mache ich eine Buchhaltung, wie produziere ich in der Manufaktur. Aber es war natürlich wichtig, dass ich Rohstoffe habe. Die musste man zur Fabrik bringen und die Produkte der Fabrik musste man rausbringen. Und dazu ist die Eisenbahn. Die württembergische Staatseisenbahn wurde nicht eingeführt, damit die Leute spazieren fahren, die sollen es schaffen. Ja. Die württembergische Staatseisenbahn wurde eingeführt, um Güter zu befördern. Und da war natürlich das ganze südliche Bereich ins Gäu, ja, auch vom Viech her, die Stadt wurde größer, Arbeiter kamen in die Stadt. Stuttgart hat sich im 19. Jahrhundert verneunfacht von der Bevölkerung, von 20.000 auf 180.000. Da brauchte ich auch Schlachtviech und Fleisch und so weiter. Aber das war problematisch, weil der Hauptbahnhof liegt auf einer topografischen Höhe von ungefähr 250 Metern. Und der Scheitelpunkt rüber in Rohr, ins Gäufel, ins Richtung Böblingen, liegt ungefähr bei 480 Höhenmetern. Ja, also das sind 230 Höhenmeter auf einer Luftlinie von ungefähr 8 Kilometern. Das war mit den Maschinen der damaligen Zeit überhaupt nicht zu schaffen. Und so hat man eine ganz lange, alle Klingen schon im Bahnhofsbereich ansteigen. Das sieht man heute noch, wenn man am Gleiskörper steht, wenn man mal ganz vorgeht, bis ans Ende vom Bahnsteig, sieht man, wie die Gäubahnlinie ansteigt, noch im Bahnhofsbereich und ständig steigt, hier auch ständig steigt, bis sie nach 17,5 Kilometern oben in Rohr den Scheitelpunkt erreicht. Und dann konnte man das fahren. Man hat alle Klingen ausgebaut, man hat ungefähr 18 Brücken und Dämme gebaut. Man hat zwei Tunnels gebaut und dann hat man das Ganze in Betrieb genommen. Und ich habe einen Fahrplan dabei. Das ist die Bahnhofshalle in Stuttgart, die alte. Und das ist der Fahrplan.
Der Fahrplan der Königlich-Württembergischen Eisenbahnen vom 15. Oktober 1879 an. Und da steht jetzt zum Beispiel Stuttgart-Freudenstadt. Der erste Zug fährt ab um 5.35 Uhr, hält das erste Mal nach 3 Minuten, um 6.03 Uhr am Hasenberg, dann um 6.24 Uhr in Vaihingen. Westbahnhof von Hasenberg, genau. 6.48 Uhr waren wir um 8.43 Uhr in Eutingen in Goi. Dann wurde geteilt nach Horb und so weiter, wie es auch heute noch in Eutingen die Züge geteilt werden. Und in Freudenstadt waren wir um 11.25 Uhr. Um 5.35 Uhr ist man losgefahren. Ja. Also das war eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, weil vorher schon mit der Kutsche gefahren, das hat viel, viel länger gedauert natürlich. Ja. So, und das ist dann, falls es jemand interessiert, kann er das gerne unterwegs mal anschauen. Aber die Bahntrassen, die gibt es eigentlich heute noch. Aber das ging nicht alles so unstatthaft vorbei. Da ist auch manchmal was passiert. Und zwar genau hier vorne, da wo die Kurve ist, da ist ein fürchterliches Eisenbahnunglück passiert. Das Bild sieht so aus. Oh. Oh. Erzähle ich gleich. Ja. Das ist die Lok Gera Bronn. Die ist noch einigermaßen intakt. Sieht aber schön aus, die Lok. Ja. Also, und wie das passiert ist, das werde ich Ihnen vortragen. Das dauert ein bisschen länger, aber ich habe mir gedacht, das muss ich vorlesen. Das ist einfach toll geschrieben und geschrieben hat Peter Schülen, ein Freund von mir, der im Vorstand vom Polizeihistorischen Verein ist und 40 Jahre lang in der Mordkommission Dienst tat und Aufführungen macht zu den Mordorten in Stuttgart. Ja, kommt ab und zu. Also, Eisenbahntragödie am 2. Oktober 1889 zwischen Dachswald und Wildparkstation. Die Wildparkstation ist gleich da vorne, kommen wir nachher noch vorbei. Als am Morgen des 2. Oktober 1889 im Bahnbetriebswerk Rottweil der Personenzug 222 nach Stuttgart bereitgestellt wird, ahnt noch keiner der Fahrgäste, dass die Fahrt in der bis dahin größten Katastrophe der königlich-württembergischen Staatseisenbahnen enden wird. Heizer Schobel hat den Kessel der Lokomotive Berg schon frühzeitig auf Temperatur gebracht und Lokführer merkt, wartet im Führerstand auf das Startsignal. Neben weiteren Fahrgästen hat sich auch Major Dedekind, Bezirkskommandeur aus Rottweil, in Begleitung einer Dame in einem Abteil der zweiten Klasse auf die Reise in die württembergische Hauptstadt bequem gemacht. An den Zwischenstationen in Oberndorf, Horb, Böblingen und Vaihingen auf den Fildern steigen noch Kronenwirt Fahner und Sägenmühlenbesitzerin Keck, beide aus Bayersbronn, zu, sowie Pfarrer Kappus aus Entringen, Bäcker Gottlieb Bender aus Gültstein, Zuckerfabrikant Kloss aus Böblingen, Adlerwirtin Hof aus Vaihingen und Metzger Titus aus Bodnang. Nach dem letzten Halt am Bahnhof Vaihingen überquert der Personenzug das Kaltenthaler Viadukt und nimmt an der Wohnsiedlung Dachswald vorbei, Kurs Richtung Wildparkstation in der Nähe des Rudolf-Sophien-Stiftes. Zur selben Zeit, es ist kurz vor 11 Uhr, ist der Vaihinger Wengertschütz Elsässer auf einem Streifgang. Er sieht den Zug am Ende des Dachswalds in eine Linkskurve einbiegen und nur Sekunden später nimmt er einen ohrenbetäubenden metallischen Krach wahr, der ihm durch Mark und Bein geht. In der Ferne erkennt er, dass sich mehrere Waggons des Zuges ineinander verkeilt haben. Ohne lange zu überlegen, rennt er zum Dachswalder Steinbruch und fordert die Arbeiter, die den Krach ebenfalls wahrgenommen haben, auf, ihm an die Unfallstelle zu folgen. Als die Helfer am Ort des Geschehens ankommen, liegt ein Ort der Verwüstung vor ihnen. Die Lokomotive liegt umgekippt an einer Böschung. Der zweite Klassewagen ist aus den Schienen gesprungen und liegt auf der Seite. Die beiden Wagen der dritten Klasse sind ineinander verkeilt. Einzelne Verletzte sitzen auf zersplitterten Sitzbänken. Andere sind offensichtlich noch eingeklemmt in den demolierten Waggons und schreien um Hilfe. Sie erkennen aber auch, dass mehreren Menschen wohl nicht mehr zu helfen ist. Sie liegen leblos neben den Trümmern des Zuges.
Der Heizer Schobel liegt tot und eingeklemmt unter seiner umgestürzten, tonnenschweren Lokomotive. Weder die herbeigeeilten Helfer noch die zum Teil schwer verletzten Fahrgäste haben eine Vorstellung, was sich da gerade ereignet hat. Was war passiert? Noch während der Personenzug 222 auf der Anfahrt nach Vaihingen ist, verlässt um 10.30 Uhr auf derselben einspurigen Gäubahnstrecke ein anderer Personenzug den Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Vaihingen mit Ziel Böblingen. Wegen der extremen Steigung wird der Zug auf der Bergfahrt von der Schiebelokomotive Gerabronn am Schluss unterstützt. Sie wird um 10.45 Uhr an der Station Hasenberg abgekoppelt und fährt in Richtung Hauptbahnhof zurück. Kurz nach der Weiterfahrt in Richtung Böblingen bleibt der Personenzug jedoch stecken und fordert nochmals Hilfe an von der Schiebelok, die dann wieder zurück in Richtung Vaihingen fährt, um den liegengebliebenen Zug zu unterstützen. Zwischenzeitlich kommt der Personenzug allerdings aus eigener Kraft wieder frei und fährt kurz darauf in den Bahnhof Vaihingen ein. Dort wartet bereits der Zug aus Rottweil auf die Freigabe, die eingleisige Strecke Richtung Hauptbahnhof befahren zu können. Da der Stationsvorsteher in Vaihingen keine Information darüber erhalten hat, dass eine Schiebelokomotive in Richtung Vaihingen unterwegs ist, gibt er dem Rottweiler Zug die Freigabe. Das bevorstehende Unglück ist nun nicht mehr aufzuhalten. Zwischen Dachswald und dem Haltepunkt Wildpark prallt der Zug in einer unübersichtlichen Kurve frontal und ungebremst auf die im vollen Lauf entgegengekommene Schiebemaschine Gerabronn. Die beiden Lokomotiven entgleisen und stürzen mit riesigem Getöse um. Die Personenwagen werden ineinander geschoben, zersplittern und verkeilen sich. Und so weiter und so weiter. Was kommt noch? Eine Mutter mit 5 kleinen Kindern und so, also schreckliche Geschichten. Auch der Major Dedekind ist am Kopf verletzt worden und er wurde dann auf einen mitgeführten Gepäckwagen verladen und Richtung Katharinenhospital verbracht. Das Ganze wurde im Neuen Tagblatt dann auch der Öffentlichkeit mitgeteilt. Was war die Ursache? Wer hat versagt? Wer hat entsprechende Vorschriften verletzt? Leider gibt es weder historische Polizeiakten noch gerichtliche Unterlagen in den angefragten Archiven, die uns Aufschluss über diese Fragen geben könnten. Also an diesem schrecklichen Ort haben wir diese Geschichte zur Kenntnis genommen. Wie viele Tote gab es insgesamt? 5, glaube ich. So, dann marschieren wir weiter zu den Wasserfällen. Hier ist die tosende Klamm, aber ich habe ein Bild dabei. Da würde ich mich jetzt beim Reinstürzen.
So ja. Sieht's aus, wenn es viel Wasser hat. Ja. Also, das Ganze hat zu tun mit der Wasserversorgung von Stuttgart und ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Platz. Es ist so, dass Stuttgart immer unter Wasserarmut litt, über die Jahrhunderte bis quasi zum Anschluss an die Bodenseewasserversorgung. Das muss man schon so sagen. Es ist gut, dass in Stuttgart auf der Halbhöhe ein Quellhorizont ist mit vielen Brunnen. Das hat also manchmal die Stadt also auch gerettet, sagen wir mal so. Aber nachdem die Stadt immer größer wurde, schon in früheren Jahrhunderten, hat es nicht mehr ausgereicht. Und da haben natürlich auch die württembergischen Adligen selber eine Rolle gespielt. Weil wenn wenig Wasser in einem Bächlein ist, in das jeder auch noch seinen Dreck reinschmeißt, wird es unerträglich. Zwar hat Eberhard im Barte mit der Einführung der Kehrwoche 1489 festgelegt, dass nur nächtens tote Tiere und dergleichen in den Bach geworfen werden dürfen. Aber deswegen war tagsüber das Wasser auch nicht besser. Ja. Aber der Adel hat sich selber versorgt. Er hat durch Teuchelleitungen, also durchbohrte Baumstämme, die mit Kupfermuffen aufeinandergesetzt wurden, den Elsentalbach, wir sind vorhin vom Waldeck das Elsental hochgegangen, den Elsentalbach abgezapft und eine Teuchelleitung bis zum Alten Schloss geführt. Damit hatte der Nesenbach noch weniger Wasser, weil der Elsentalbach quasi fast ausfiel dadurch. Und die Müller des Nesenbachtals haben sich bei Herzog Christoph, so um 1560, beschwert, dass sie das ganze Jahr Steuer zahlen müssen, aber nur in 3 Monaten im Jahr tatsächlich ihre Mühlen betreiben können. Und dann hat Herzog Christoph Kundschafter losgeschickt, die hier oben im Wald ein Bächlein gefunden haben. Und zwar die Glems. Moment. Glems-Ursprung, genau, die Glems. Und die hat da so einen Sumpf gestaltet. Das ist eine Wanderkarte aus dem Jahr 1902. Das ist alles schön dargestellt. Einen Sumpf, und hat man gesagt, wenn man das aufstaut und mit einem Stollen 1200 Meter lang mit der Heidenklinge, nämlich der hier, verbinden und zum Nesenbach runterlassen. Und dann, wenn das Wasser knapp ist, das Wehr hochmachen, da hat der Nesenbach mehr Wasser. Also mehr mit H, nicht mit 2E. Und das wurde dann in Auftrag gegeben. Aber die Stollenbauer waren irgendwie, naja, nicht so richtig fachmännisch unterwegs. Die haben in dem Stollen teilweise Steigungen gehabt und Felsbrocken gehabt. Das heißt, das Wasser ging eigentlich gar nicht richtig durch. Erst Herzog Ludwig, der Sohn von Herzog Christoph, hat es dann reparieren lassen. Und dann war hier ein regelmäßiger Wasserstrom in den Nesenbach vom Pfaffensee. Jetzt wuchs die Stadt weiter und es war viel zu wenig. Also hat man hier den von der Solitü her fließenden Bernhardsbach aufgestaut und den Bärensee als zweiten Stausee entwickelt und den mit einer Art Levada mit dem Pfaffensee verbunden. Das war so um 1620 rum. Das hat eine Weile gehalten, eine Weile fast 200 Jahre. Und Anfang des 19. Jahrhunderts, nicht zuletzt im Kontext mit der Industrialisierung, ist die Personenzahl in Stuttgart, die Einwohnerzahl, explosionsartig angewachsen, wie ich es vorhin schon erzählt habe, von 20 auf 180.000. Also hat man den Katzenbach aufgestaut zum Katzenbachsee, den Steinbach aufgestaut zum Steinbachsee, das sind Seen, die südlich von Büsenau liegen, hat dann diese Seen, diese Stauseen mit einer langen Levada, einer steingemauerten Levada mit dem Pfaffensee verbunden und gesagt, naja, jetzt schließen wir das ganze Ding, und hat da 1831 noch einen neuen See, der heißt auch Neuer See, angelegt dazwischen. Jetzt haben wir also 5 Seen. Wir haben den Pfaffensee, den Bärensee, den Katzenbachsee, den Steinbachsee und den Neuensee. Und diese haben den Begriff Parkseen.
Und wenn Sie in der Zeitung lesen, dass man doch mal zu den Bärenseen, Plural, gehen soll, ja, dann merkt man, dass wieder ein Redakteur nicht recherchiert hat. Ja. Es gibt keine Bärenseen, ja, es gibt nur einen Bärensee. Die Seengruppe heißt Parkseen. Und das hat man dann mit dem Wasserwerk Gallenklinge später verbunden. Erst mit dem Seewasserwerk auf dem Hasenberg, 1870, und dann im 20. Jahrhundert mit dem Wasserwerk Gallenklinge in Bodna. Erst ab den 90er Jahren, nachdem das Ganze dann verkauft wurde an die ENBW, und man schon lange an der Bodenseewasserversorgung angeschlossen war, haben die gesagt, das ist ja blöd, wir pumpen das Bodenseewasser in die Parkseen rein und saugen es dann in die Gallenklinge wieder raus und müssen erst die Frösche und die Blätter rausmachen, bevor wir es ins Netz speisen. Und jetzt geht es direkt ins Netz. Das hat das Problem, dass das Seen dritter Klasse sind. Und wenn durch Verdunstung der Wasserspiegel sinkt, füllt die ENBW mit die Bodenseewasserversorgung nicht kostenlos auf, sondern muss zahlen. Ja, das ist dann zahlen die Stuttgarter Wasserbenutzer mit ihrem Wassergeld. Und die Heidenklinge als Wasserversorger ist heute nur noch ein romantisches Detail. Spätestens 1878, als ein Damm quer gebaut wurde und die Eisenbahn, die Gäubahn drüber gebaut wurde, war das eh schon ein bisschen begrenzt. Man kann da durchgehen, also es gehen Stufen hinunter, die wurden auch, das ist noch gar nicht lang her, instand gesetzt wieder. Aber man muss guten Mutes und guten Fußes sein, um da runterzusteigen. Und das Wasserfallerlebnis ist jetzt nicht gerade so wie beim Rheinfall in Schaffhausen. Wenn auch, meine ich, die Häslacher Wasserfälle einen Meter höher sind als der Rheinfall in Schaffhausen. Aber es geht ja eher nach der Breite wahrscheinlich. Habe ich mir ausgesucht, weil ich dachte, naja, da ist der Katzenbacher Hof nicht weit weg, der Sperrschlüssel nicht weit weg, da kann man gut machen. Ja. Und der Pfaffenwald heißt so, weil Graf Eberhard der Erlauchte diesen Wald an das Stuttgarter Stift gegeben hat, an die Pfaffen, würde man heute sagen, wenn man es in schlechtem Deutsch sagen würde. Ja. Oftmals sagen ja die Leute, auf gut Deutsch gesagt sowieso, das ist aber nicht gutes Deutsch, sondern eher schlechtes Deutsch, wenn sie das sagen. Ja. Also das ist das Doppelkreuz des Stuttgarter Stifts. Er hat damals an der Stiftskirche das Chorherrenstift eingerichtet. Als er den Chor hat erbauen lassen an die Stiftskirche und seine Ahnen von der Beutelsbacher Grablege nach Stuttgart überführt hat, 1321. Und diese Steine sind heute hier noch im Wald zu finden, in einer ganzen Reihe. Insbesondere oben am Dachswaldrand, da ist alle 50 Meter so ein Stein. Ja. Und im Wald hinten, da vorne auch, ist einer, wie ich weiß. Und das ist jetzt ein besonders schöner, der ist oben. Wenn man an der Universität Richtung Büsnauer Tal runter geht, da steht der. Schön. Die ist tatsächlich bei dieser Internetseite Lost Places auch abgebildet. Ja. Also das ist die Station Wildpark, die damals 1878 auch eingerichtet wurde. Es gab ja drei Bahnhöfe vor Vaihingen, zwischen Stuttgart und Vaihingen. Wenn man
Die erste ist der heutige Westbahnhof, die Station Hasenberg. Die zweite ist die Station Heslach. Weit oberhalb Heslach, unterhalb des Blauen Weges, in dem Bahnhofshäusle, wohnt heute der Hans Ortheil, der Schriftsteller. Und dann die Station Wildpark, die meines Wissens 1972 geschlossen wurde. Das war eine sehr frequentierte Station, wenn auf dem Solitiring Autorennen gefahren worden. Ja, da sind die Leute zu, kommen bald Tausenden sagen, mit dem Zug hergefahren und brauchten dann bloß noch 2 Kilometer darüber laufen und dann waren wir an der Rennstrecke. Ja. Naja, und so langsam geriet das Ganze dann mehr oder weniger in Vergessenheit, aber es ist noch baulich eigentlich in Ordnung. Und ist immer noch Besitz der Deutschen Bahn, ja. Bahnanlage. Das haben Sie noch nicht versucht, das zu verkaufen irgendwie jemandem? Ich weiß es nicht. Häuser, also, wenn wir das Ding jetzt hier die Gleise zumachen, wird das doch interessant. Aber da vorne die Häuser neben dann sind da alle. Das ist nicht Rudolf-Sophien-Stift, das kommt weiter hinten. Es ist auch die Frage, weil in den Bahnwärterhäusern kann man ja wohnen und die sind auch verkauft, aber. So ganz einfach ist es auch nicht. Ja. Das hier im Wald als Wohnhaus. Ohne Wohngesetz. Gibt es also auch Regelungen, wer alles außerhalb wohnen darf und wer nicht. Aber irgendwas wird damit passieren. Wenn es mit der Strecke sich was ändert, wird sich da auf jeden Fall auch was ändern. Das ist keine Frage. Nur, dass ich es mal wieder in der Erinnerung haben, dass es das Bahnhöfle gibt. Ja. Ja, ich wünsche mir die Reaktivierung dieser 3 Stationen für die 2. Stammstrecke S-Bahn. Ja gut, aber also sagen wir mal, die vom Ortheil brauchen wir nicht reaktivieren. Weil da wird keiner einsteigen und aussteigen. Aber die hier wäre nicht schlecht. Und die Westbahnhof war eh ein Fehler, das mit geschlossen. Yes. Also, wir sind bei einer Institution, die mit ihm etwas zu tun hat. Das ist Rudolf Knosp. Und er hat im 19. Jahrhundert hier in Stuttgart etwas produziert und eingeführt, was sehr wichtig war im Ausbau der Stadt, insbesondere des Stuttgarter Westens, und das waren Straßenbeläge. Ja, als die Stadt so schnell gewachsen ist, war es natürlich mit Pflastern schwierig. Ja. Das war teuer, das war langwierig. Und ein Schotte namens MacAdam hatte ein neues Verfahren einer Belagschicht erfunden. Und das Patent hat er sich gesichert für hier, für Württemberg oder ganz Deutschland sogar, und hat dann Beläge nach MacAdam hergestellt. Das konnte keiner aussprechen, hat man Macadam dazu gesagt. Ne? Und das war die Fabrik in der Rote Bühlstraße. Sie alle kennen vielleicht das Ziegelgemäuer der Direktorenvilla direkt in der Rote Bühlstraße, so gegenüber vom Wirtschaftsgymnasium West, Kaufmännische Berufsschule. Und da saß der. Ja. Und wenn du natürlich Beläge produzierst, den ganzen Tag, kannst du schon Husten kriegen, sagen wir es mal so. Ja. Und seine Frau hat es eigentlich durchgesetzt, hier oben in tollster Waldluft, dass Rudolf, seine Frau hieß Sophie, ist das Rudolf-Sophien-Stift, das war quasi eine Reha-Einrichtung für lungenerkrankte Mitarbeiter. Ja. Später wurde es dann Teil des Robert-Bosch-Krankenhauses. Und heute ist es eine Rehabilitationseinrichtung für psychisch erkrankte Menschen, die psychisch wieder so gesund sind, dass sie dem normalen Arbeitsleben wieder eingegliedert werden können. Und so machen die unterschiedlichste Handwerke,
von Fotografie über Malerei und Gipserei. Sie alle kennen wahrscheinlich den hier Busle. Das fährt durch Stuttgart so. Die haben auch Stellen und Wohnungen unten in der Stadt, im Süden insbesondere. Und da sind so viele Spenderreklame drauf, die gespendet haben für das Busle, dass das gar nicht mehr recht siehst, wer was ist. Aber es ist natürlich toll, wenn das so Unterstützung findet. Und naja, wenn jetzt die Station Wildpark, wie er schon gesagt hat, geöffnet werden würde im Kontext dieser ganzen Gäubahn-Sache künftig als zur Steigerung des öffentlichen Nahverkehrs in Stuttgart, für die Erschließung des Erholungsgebiets, brauchst du nämlich mit dem Auto hinfahren, wäre natürlich das Rudolf-Sophien-Stift auch für die auch nicht schlecht, ja, wäre auch eine geschickte Geschichte. Ja, Blauer Weg, das ist ja dieses Buch von Hans-Josef Ortheil, der, wie gesagt, im Häslacher Bahnhofshäusle wohnt. Und viele Leute sagen, wo ist denn dieser mystische Blaue Weg? Der Blaue Weg tatsächlich geht von der Hasenbergsteige, aber Straßenname weg, Blauer Weg. Und der führt hier vorbei. Ja. Und der heißt deswegen, der geht bis Weilerstadt. Und der heißt deswegen Blauer Weg, weil es ein Alpvereinszeichen ist, ein blauer Balken. Ja. Und deswegen ist der Blaue Weg. Ist also ein gar nicht so geheimnisvoll, wie es eigentlich manchmal heißt. Hat nichts mit den Blaustrümpfern zu tun, nein. So, wir gehen jetzt hier den Stich hoch Richtung Bürgerallee. Und Rudolf-Sophien-Stift wieder auf unserem Weg, da ist das Wanderzeichen. Über unserem Wanderzeichen ist noch der Martinusweg. Das ist dieses gelbe Kreuz auf rotem Grund. Zu Ehren des heiligen Martin hat man seine Lebensgeschichte in einen Weg hineingebracht. Er ist geboren in Ungarn, in Szombathely, und starb in Tours, da wo er am Schluss Bischof war, was er nicht werden wollte. Und sich im Gänsestall versteckt hat, worauf die geschnattert haben, und er entdeckt wurde. Und zur Strafe werden die Gänse halt immer geschlachtet am Martinstag und verspeist. Und dieser Weg verbindet jetzt Szombathely in Ungarn und Tours. Ja, und folgt so vielen Martinskirchen, die so auf dem Weg halt liegen. Wir sind im Bürgerwald. Das ist die Bürgerallee. Die Stuttgarter Bürger hatten das Recht, im Bürgerwald Reisig zu holen. Manchmal haben sie sogar wie so eine Art flächenlos das Recht bekommen, was zu fällen. Das muss man halt beantragen und so weiter. Aber halt nur die Stuttgarter Bürger. Dazu muss man sagen, Bürger gab es ohnehin nur in Städten und Bürger waren nur Männer. Also vor dem 20. Jahrhundert hatten Frauen keine Bürgerrechte. Und auch nur solche Leute, die, sagen wir mal, gesetzt in Beruf und anerkannt und so weiter waren, waren Bürger der Stadt. Die anderen waren Einwohner. Ja, das muss man unterscheiden. Aber die Bürger, die hatten das Recht, hier Holz aus dem Wald rauszuholen. Wobei allerdings natürlich der Förster schon geschaut hat, was und wie, dass der Wald halt auch weitergeht und nachwächst und dass da kein Defizit entsteht. Und wir gehen jetzt auf der Bürgerallee entlang bis zum Sophienbrunnen.
Also, das ist der Sophienbrunnen. Und der ist von der Stadt Stuttgart in der Bürgerallee geschaffen worden 1839. Anlässlich der Hochzeit von Sophie von Württemberg mit Prinz Wilhelm von Oranien, später König Wilhelm III. Der Niederlande. Und nachdem sie ihn geheiratet hat und er König wurde, wurde sie Königin der Niederlande. So, jetzt muss man sagen, die Ehe war nicht glücklich. Ich mache mal ein bisschen so goldenes Blatt des 19. Jahrhunderts. Und es war halt so, klar, sie war eine Königstochter und da ist ein Königssohn natürlich der richtige Ehepartner und Niederlande, das ist mit Spanien wiederum verbunden und so weiter. Das ist also schon eine mächtige Geschichte. Und dann hat die den also geheiratet. Sie hochgebildet, liberalen Geistes, er eher etwas schlichter Struktur, ja, sagen wir es mal freundlich. Also die konnten nicht arg viel miteinander anfangen. Und so hat man sich schließlich am Weihnachtstag 1859 von Tisch und Bett getrennt, am 25. Dezember in einem privaten Kontrakt. Nach außen hin blieb man verheiratet und intern war man auseinander. Und sie wurde dann sehr bekannt in den Niederlanden als Mäzenatin in der Kunstszene. Und als sie dann starb, wurde sie beigesetzt in der neuen Kirche in Delft, wo die niederländische Königsgruft ist. Und immer wenn dort einer beigesetzt wird, der letzte Prinz Klaus von Amsberg, der Ehemann von Beatrix oder ihre Eltern, kommt es ja heutzutage im Fernsehen. Und da wird auch immer von der Württembergerin berichtet, weil sie hat sich auf spektakuläre Weise beisetzen lassen. Sie hat sich in ihrem Brautkleid beisetzen lassen. Und hat so Protokoll gegeben, das würde sie deswegen tun, weil bereits ihr Hochzeitstag ihr Todestag gewesen ist. Soweit also zu glücklichen Ehen im Hochadel. Und ja, er hat dann nochmal geheiratet und die heutige Linie begründet im niederländischen Königshaus. Das ist der Sophienbrunnen, 1839, 1990 saniert, mit Mitteln Unterstützung durch den Verschönerungsverein Stuttgart e.V. So, und wir gehen ein paar Meter weiter nach oben, auf die Höhe von 511, den Gipfel des Monte Cervellino.
sich eigentlich das anschauen, da sieht man, normalerweise sind Sandstein und Mergelschicht übereinander. Und durch die Tektonik ist vor Millionen hier das Nesenbachtal eingestürzt. Und dieser Teil ist runtergerutscht. Und so kommt es dazu, dass Sandstein rechts und Mergelschicht links nebeneinander zu liegen kommen. Der Verschönerungsverein, und dabei namentlich besonders hervorzuheben Hermann Degen, betreut dieses geologische Fenster. Und wir haben jetzt das Problem, dass da oben ein Loch ist und dass da Erde nachrutscht, wie man hier auch sieht. Ja. Und jetzt in den letzten Wochen hat man das Loch geschlossen und wir werden jetzt im August, haben wir einen Termin gemacht mit ein paar, die da lustig schaufeln, gehöre ich auch dazu. Und dann schaufeln wir das raus und das Gestrüpp raus, sodass man das wieder schön ablesen kann. Und die Lampe reparieren. Ja, genau. Ja, das Ganze heißt Geiseichstraße. Als der Weg angelegt wurde in den 1980er Jahren, da noch so einen zerborstenen Baum. Die Geiseiche. Der Name hatte das früher, weil halt Leute in den Geiseichen geweidet haben. Aber den Baum gibt es nicht mehr. Deswegen plädiere ich ohnehin dafür, den Weg anders zu führen. In Zukunft können wir mal die Karte wieder neu machen. Und dann hat man sich entschlossen, den Birkenkopf aufzuschütten. Das sah dann so aus, unbewaldet. Da kann man es also noch sehen. Man sieht auch da, dass da keine Trümmer im Zwischenbereich großartig außen lagen, sondern im Wesentlichen innen. Man wollte damit nicht zuletzt auch verhindern, dass sich die Leute das als Baumaterial dann wieder runterholen und die ganze Statik dieses Hanges in Frage gestellt ist. Und bis zum Oktober 1953 dauert diese Trümmerbeseitigung. Dann hat man sie bei einem Festakt in der Nähe der Liederhalle beendet im Oktober 1953 und den Hügel dann mehr oder weniger bepflanzt. Und Manfred Pahl, ein später Kunstprofessor, damals Mitarbeiter beim Planungsamt, hat den oberen Bereich gestaltet mit Portiken und Fensteröffnungen und groben Figuren aus den Trümmern, die man noch einigermaßen nach außen zeigen konnte. Insgesamt wuchs der Berg auch um 40 Meter und 20 Zentimeter nach oben auf 511,20 Meter. Das ist nicht die höchste Erhebung von Stuttgart. Die höchste Erhebung von Stuttgart ist auch ein Auffüllberg aus S-Bahn- und U-Bahn-Bau, und zwar die Bernhardshöhe am Vaihinger Autobahnkreuz mit 549.
Die höchste natürliche Erhebung von Stuttgart ist die Rohrer Höhe. Die hat 523. Dieser Auffüllberg hat 511. Die niedrigste Stelle ist bei 205 Meter am Klärwerk in Mühlhausen. Also das sind die Stuttgarter Dimensionen, die durchaus bemerkenswert sind. Insgesamt 1,5 Millionen Kubikmeter Trümmerschutt allein hier am Monte Scherbellino, der deshalb so heißt, weil hier die Scherben des kriegszerstörten Stuttgart liegen. So, und es ist ein bequemer Weg, der so zweimal außen rum geht, und dann sind wir oben angekommen. Ganz oben auf der höchsten Spitze ist das, die Orientierungstafel des Verschönerungsvereins, unser Ziel. Worden, das soll sich am besten innerhalb von 3 Jahren rechnen. Genau. Danach wollen Sie rein. Was ist dort der größte Magnol? Ich muss halt die letzten 6 Kilometer laufen. Also, schöner Blick vor uns unterhalb des Hochhauses. Das ist das Posthochhaus, wo die Postler, ich weiß nicht, ob es heute noch sind, früher haben da immer Postbedienstete gewohnt, am Westbahnhof. Dann natürlich unten der Stuttgarter Westen, links der Krärwald, rüber Richtung Bismarckturm, den wir auch sehen. Wir sehen links so eine Wiese, so eine schräge Hanglage, und da links steht der Bismarckturm. Unser Kriegsbergtürmle werden wir nicht sehen. Erstens ist eingewachsen, zweitens meine ist schon Kurve ein bisschen rum. Dann sehen wir hinten das Kraftwerk Münster und dahinter die Hochhäuser von Neugereuth. Rechts hinterm Schornstein das Hochhaus von Schmieden, Fellbach Schmieden. Und dann hinten quasi die Backnanger Bucht, Winnenden Weibling Richtung Backnang. Und den Bereich des Glemmerlesgäus, also die Bergle Richtung Altdorf, Rudersberg, Kaisersbach, Ebnissee, das sind so diese Höhen da drüben. Löwensteiner Berge weiter links im Hintergrund zu sehen. Den Lemberg, den sehen wir so dazwischen rausschauen. Auch eine tolle Weinlage mit einem netten Lokal obendran. Dann links das Hochhaus GDF, Wüstenrot, Ludwigsburg. Dahinter geht es dann schon Richtung Heilbronn, Großbott war und so weiter. Rechts im Hintergrund sehen wir ins Remstal hinein. Wir sehen den Korber Kopf kräftig da aufsteigen. Und ja, dann der Kappelberg natürlich, der Fellbacher, der Württemberg, die kleine Ortschaft Rotenberg oben am Hang klebend. Naja, und dann sehen wir auch Buchwaldsiedlung hier rechts im Wald. Ja, und oberhalb da rechts der Fernmeldeturm, wo wir vor 3 Etappen unseren Weg ins Fernsehen begonnen haben.
Der Aschberg, der müsste weiter links sein, hinter dem Baum. Da sehen wir ihn, ja genau. Dahinter ist der Aschberg. Hinten ist der Wunnenstein, hinterm GDF. Hinterm GDF ist der Wunnenstein, richtig. Da bin ich mal gehört. So, wir mal gucken, ob mein Höhenmesser richtig funktioniert hat immer. Oder ob wir meine Aussagen korrigieren müssen. Ja, der geht falsch. Der zeigt 396, jetzt ist 502, also er geht um 9 Meter. Zeigt er zu wenig an. 505, jetzt entwickelt er sich. Er muss sich erst. Ist noch ein bisschen. Ja, also das ist aber doch ziemlich genau. Ne? 505 Meter, 511 sind wir. Für einen luftdruckbasierten Höhenmesser ist das nicht schlecht. Also. Ja, hier ist es jetzt ein bisschen diesig mit der Fernsicht. Was wir auf jeden Fall sehen, hier auf der rechten Seite, ist das Strohgäu, das so ein bisschen rausschaut, hinter im Hintergrund der Stromberg. Das Firma Bosch auf der Schillerhöhe schaut da drüben raus. Das Bosch-Hochhaus in Renningen, das kann man normal auch sehen, das sehen wir jetzt nicht, da muss schon zu diesig sein. Dann sehen wir, wenn wir nach links schauen, den Funkmasten oben am Feinger, kurz vom Feinger Autobahnkreuz. Und wir sehen jetzt auch die Bernhardshöhe, diese Erhebung, diesen Auffüllberg neben dem Kreuz, quasi rechts vom Funkmasten. Diese Erhöhung, die ist dann die 549 Meter höchste Erhebung in Stuttgart. Davor die Universität. Was man sieht, sind unterhalb vom Funkmasten im Hintergrund sehen wir vorne ein Haus mit drei Schornsteinen. Das ist Heizkraftwerk der Universität auf dem Pfaffenwald. Rechts dieses Hochhaus trägt den Paul-Bonatz-Preis. Das ist das Haus der Materialprüfungsanstalt und Universitätsbauamt. Dann, wenn wir weiter nach links schauen, sehen wir ein Hochhaus. Das ist der Stuttgart Engineering Park. Lauter zukunftsorientierte Unternehmen an der S-Bahn-Haltestelle Österfeld. Ja, und dann geht es weiter runter Dachswald, hinten Möhringen und ganz hinten schwach sehen wir die Schwäbische Alb. So, und wenn wir dann auf unsere Tafel schauen, dann sehen wir natürlich davor noch den Schönbuch. Und welche Berge sieht man von der Schwäbischen Alb? Bestimmt was ganz Spektakuläres. Den Römerstein in 42 Kilometer Entfernung, wenn der Baum da nicht wäre. Rossberg, Burg Hohenzollern in 51 Kilometern, aber das ist heute. Sonne kommt jetzt aus der Richtung, das kann man nicht sehen, da müssten wir früh morgens her, da wird man das natürlich toll erblicken können. Also, das ist jetzt der Höhepunkt unserer heutigen Etappe.
Und jetzt hat man die Möglichkeit, zur Bushaltestelle zu gehen oder runter nach Botnang vorbei am Wasserwerk Gallenklinge und dort an der Lindpeintner Straße in die Straßenbahn einzusteigen. Das wäre dann auch der Treffpunkt nächstes Mal. Okay. Lindpeintner Straße. Dann gehen wir mit 100 da. Ich muss aber gestern. Ja, das ist nicht mehr lang. Aber ich weiß, okay, ich Botnanger Sattelpark. Unterhalb. Okay. Botnanger Seite. Sodele, wir sind wieder runtergelaufen und jetzt geht's eigentlich nach links. Ich zeige nochmal das Schild. Der Rüsselweg selbst, der biegt ja einfach hier ab. Also von rechts sind wir gekommen, nach links geht's. Weitwinkel. Das ist eindeutig. Wer also den Rüsselweg läuft, auf dem kurzen Weg dann diesen Schildern folgen. Ansonsten kann man, wie wir gelaufen sind, hier geradeaus Birkenkopf hoch und jetzt sind wir wieder unten und laufen aber nicht den Rüsselweg, sondern hier entlang. Nach Botnang. Also, Wasserversorgung Stuttgart. Wir haben vorhin gehört, wie es entstanden ist, so ab 1560 mit dem Aufstauen des Pfaffensees und dem Christophstollen. Naja, und später hat man immer wieder einen steigenden Wasserbedarf gehabt, auch als alle Parkseen zusammen waren. Jetzt kommt der Fahrrad, Vorsicht. Und im 20. Jahrhundert wurde das natürlich noch viel drastischer. Man hat zwar Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen, aus dem Donauried Wasser nach Stuttgart zu bringen. Bei Dillingen an der Donau wird es angesaugt über den Wasserbehälter Rothenberg, dann ins Netz eingespült. Das versorgt aber allenfalls noch Teile der Innenstadt, ja, aber nicht die ganzen südlichen, westlichen, nördlichen Teile. Und Gabelberg natürlich. Und dann hatte man die Idee, in den 1920er Jahren das Hölzertal aufzustauen bei Magstadt und dort einen Stausee zu errichten,
so in der Größe wie die Schwarzenbachtalsperre. Also ungefähr knapp 3 Kilometer lang und so an der breitesten Stelle vielleicht 1 Kilometer, 900 Meter breit. Und von diesem Stausee die Parkseen zu versorgen wiederum mit einer Leitung. Und dann das Wasser über das Wasserwerk Gallenklinge, an das die Parkseen angeschlossen wurden in den 1930er Jahren, ins Netz einzuspeisen. Naja, aber nach dem Krieg hat man das nicht durchgeführt, weil bereits 1949 sich Gemeinden zusammengeschlossen haben, um die Bodenseewasserversorgung zu gründen. Und bei Sipplingen am Bodensee in 50 Meter Tiefe bei plus 5 Grad konstant das Wasser anzusaugen. Und da hat man sich dem angeschlossen. Das war sicher eine gute Entscheidung, die es ja bis heute trägt. Das Wasserwerk Gallenklinge war aber im Einsatz bis 1998. Weil immer noch über den Metzgerhaustollen, da unten fließt der Metzgersbach, und dieser Wald hier heißt Metzgerhau und der Stollen heißt Metzgerhaustollen. Und der Stollen beginnt an dem Häuschen im Pfaffensee, das eigentlich bekannt ist, wenn man da rumgeht, sieht man, da ist so ein Wasserhaus und da ist so ein Trichter und da geht der Stollen weg, genau. Und der endet hier, aber das war natürlich blöd, weil das Wasser wurde hier dann reingespült, die haben die Blätter und die Frösche raus und dann konnte man es gereinigt ins Netz speisen und die NBW hat dann gesagt, so Quatsch, das hängen wir ab. Seitdem ist das Gallenklinge Wasserwerk nicht mehr in Betrieb, es ist aber im Unterhalt, weil es als immer noch als Notnagel gilt, falls mit der Bodenseewasserversorgung mal nichts ist, kann man immer noch die Parkseen für einen kurzen Übergang als Trinkwasserspeicher verwenden. Ist mit dieser Gallenklinge eigentlich, sind da mehr die nördlichen Stuttgarter? Die nördlichen Stuttgarter, also Feuerbach, Bodenang, Feuerbach, Weilimdorf, das ist von hier versorgt. So, und dann gehen wir vollends hinunter zum Metzgersbach. Wo ist eigentlich so in der Innenstadt, so die Grenze oder überhaupt die Grenze vom Bodenseewasser? So, herzlich willkommen in Bodenang. Früher hat man gesagt, Mädle, heirate nie in Bodenanger, weil da musst du für den Lebensunterhalt sorgen. Weil Bodenang war ein Dorf, wo die Frauen gearbeitet haben. Wäscherinnen und Bleicherinnen. Die Männer sind meistens im Bäser geguckt und haben sich's gut gehen lassen. Hinten ist auch eine Weinlage. Himmerreich, das kommt von Himmelreich, da waren die besten Reben. Und die Frauen haben die Wäsche gewaschen für die Haushalte, insbesondere des Stuttgarter Westens. Und haben sie hier auf den Wiesen zum Bleichen ausgelegt. Und es wurde dann nachts bewacht von jungen Burschen, dass da keiner was mopst. Und Frauen, insbesondere unverheirateten Frauen, war es bei Strafe von 5 Gulden, und das war ganz schön viel, verboten, nächtens auf die Bleichen zu den Burschen zu gehen. Aber es gibt mehrere Einträge in der Bodenanger Chronik, in denen zu lesen steht, dass nächtens wieder viel lediges Weibsvolk auf den Bleichen gewesen wäre, aber verduftet ist, bevor der Büttelse namentlich notieren konnte, sodass sie keine Strafe bezahlen mussten. Also, die Männer kamen dann ins Spiel, wenn es galt, die Wäsche abzuliefern. Die haben die Wäsche dann in die Innenstadt gebracht und kassiert. Ja, und die Hälfte wahrscheinlich auf dem Rückweg irgendwo schon bestens in flüssige Nahrung umgewechselt.
Bodnang, also ein kleiner Ort nebendran, total arm, dann eine Arbeitersiedlung, das werden wir nächstes Mal hören, hier vorne ist die Siedlung Westheim, im Kontext mit Ostheim und Südheim eine dieser Arbeitersiedlungen von Eduard Pfeiffer. Und ja, deswegen, also da war nicht viel los mit Geld, deswegen wollte die Stadt Stuttgart sie auch nicht eingemeinden. Der Spitzname der Bodnanger heißt Kuckuck. Und die Geschichte ist so, dass der Herzog Ulrich durch den Wald ritt, im Frühjahr, und auf einmal macht es Kuckuck. Hat er gestutzt, ist wieder Kuckuck. Sagt er, was macht denn da so? Das ist ein Vogel, der macht so. Ja, das ist ja sensationell, so einen Vogel brauche ich. Fangt mir den Vogel, dann sind den Kuckuck gefangen und gegeben. Dann sagt er, ja, was soll ich jetzt damit? Der Vogel braucht ja ein Nest. Jetzt geht mir der zugrunde, bringt mir sofort das Nest von dem Vogel. Jetzt weiß man ja, dass ein Vogel kein eigenes Nest hat, sondern in allen Nestern im Wald Eier legt. Also mussten sie ihm den ganzen Wald übereignen. Ja? Und da wurden sie natürlich von den Feuerbachern und anderen dafür gehänselt und das nennt man die Bodnanger Kuckuck. Mit diesem Spitznamen beende ich unseren Rössleweg Nummer 3. Wir treffen uns nächstes Mal an der Haltestelle Lindpeintner Straße. Am 5. August, glaube ich, um 15.30 Uhr. Und dann geht es weiter Richtung Feuerbach. Bis dahin erholen Sie sich gut vom heutigen heißen Tag. Die Nichtvereinsmitglieder darf ich noch um eine kleine Spende für unseren verarmten Verein und seine Projekte bitten. Und ansonsten alles Gute. Ebenso. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.